Sie sind ein Meilenstein in der Modernisierung der Trambahn. Die neuen Interimswerkstätten am Trambetriebshof Ständlerstraße. Damit ist zum einen eine Voraussetzung für den Neubau des Betriebshofs erfüllt. Und zum anderen werden die Werkstattkapazitäten schon jetzt erhöht. Mit den neuen Werkstatt- und Lagerhallen haben SWM und MVG eine kurzfristige Lösung geschaffen, den Trambetrieb aufrechterhalten zu können. Wir haben die provisorische Hauptwerkstatt eröffnet hier am Standort Ständlerstraße. Unsere bisherige Hauptwerkstatt ist in Teilen baufällig. Wir haben dort unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten müssen. Und jetzt haben wir bis zur endgültigen Fertigstellung des Betriebshofes an der Ständlerstraße ein Provisorium errichtet, damit wir auch weiterhin die Trambahn auf die Straße bringen. Moderne Arbeitsplätze mit vielen Vorteilen gegenüber dem früheren Zustand. Rund 30 Menschen arbeiten in den drei Hallen. Sie hatten in den letzten Jahren mit vielen Beeinträchtigungen zu kämpfen. Was haben wir drin? Wir haben verschiedene Komponenten. Wir befinden uns hier gerade in der Drehgestellwerkstatt. Hier erhalten wir sämtliche Fahrzeugdrehgestelle in Stand, so wie der Name das schon sagt. Also hier werden die wirklich auf Herz und Nieren wieder auseinandergeschraubt, kontrolliert. Es werden, Räder gewechselt. Es werden entsprechend Drehgestelle gewogen, neu eingewogen, wenn sie bearbeitet worden sind, dass das Fahrzeug dann auch gleichmäßig auf der Schiene liegt. Das ist ein Teil. Wir haben auch ein neues, modernes Lager. Das befindet sich hinter uns in der Halle. Das ist auch wichtig geworden, weil eben Teil des Lagers in der einschutzgefährdeten Halle war. Und Lagerhaltung ist ein wichtiger Teil aller Instandhaltungsprozesse. Und nebenan haben wir die große Werkstatt mit 4 Gleisen, auf denen wir wirklich sämtliche Fahrzeuge und Fahrzeugtypen, die wir derzeit haben, instand halten können. Und das ist natürlich ein Mehrwert, weil die langen Fahrzeuge bisher nicht so ideal bei uns dann entsprechend auch gewartet werden konnten. Mit der Eröffnung der Interimswerkstätten geht der erste Teil des Gesamtprojekts für den Neubau der Hauptwerkstätte in der Ständlerstraße in Betrieb. Wir mussten erstmal hier die Arbeitsverhältnisse so sichern und verbessern, dass wir das Risiko minimieren, dass wir alleine aufgrund der schlechten Hallen keine Trambahn mehr auf die Straße bringen. Das haben wir jetzt geschafft, aber wenn wir den wirklich großen Trambahnausbau in München wollen, auch mit Tram-West-Tangente, Tram-Nord-Tangente und Tram-Münchner Norden, dann brauchen wir hier einen Betriebshofstandort mit einer großen Abstellanlage und einer ausreichend dimensionierten Hauptwerkstatt. Rund 8 Jahre werden die Interimswerkstätten in Betrieb sein. Dann sollen sie Stück für Stück in den Neubau umziehen, bevor sie anschließend zurückgebaut werden.